Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute mal mit ein bisschen cooler Funky-Musik, ja, voll krass sind wir am Start. DJ Hannibal LP hat sich mal wieder was richtig Cooles ausgedacht. Bei mir sinkt und fällt die Stimmung im Let's Play, was das Gequatsche angeht, auch immer mit der Musik, die im Hintergrund läuft. Weil ich bin total der Musikfreak und da muss ich dann deswegen auch manchmal mitsingen. Das kann mal ein bisschen nervig sein, obwohl dann wieder drauf klarkommen. Und dann ist es auch so, dass meine Stimmung halt im Let's Play, das hört man deutlich. Wenn ich richtig coole Musik anhabe, dann bin ich auch so, ja. Versteht ihr? Ich wollte gar nicht. Muss ich mir dann mal von oben angucken, wie das aussieht. Huch. Weil ich will ja das Dorf auch noch ein bisschen vergrößern. Und zwar so bis hierhin in etwa. Den Teich lassen wir nicht mit. Da müssen wir dann rausgehen aus ihrem Dorf, um zum Teich zu kommen, um Wasser zu holen. Vielleicht bauen wir auch noch eine Burg dran. Wir könnten noch eine Burg dran bauen. Und Günther muss hierher umziehen. Das habe ich auch beschlossen. So nicht, mein Freund, so nicht. So nicht, nicht in meinem Dorf. Nicht in meiner Village, mit meinen Village People auf meinem Village Island. Huch, naja. Ups. Das geht immer so schnell. Konzentriertes Verlegen von Steinen. Das ist unglaublich, das will ich wohl meinen. Stadttor. Hm. Mir noch was Passendes bauen, wo es dann hier drauf zugeht. Das wollte ich auch gerade sagen. Dann könnten wir das Stadttor schon hierhin verlegen. Wenn du nichts Vernünftiges zum Thema beizutragen hast, dann hast du die Fresse zu halten. Nein, das ist nichts Vernünftiges zum Thema. Das auch nicht. Denk dir mal was Besseres aus, Mann. Ja, das war schon viel besser. Hallo, Schafi. Ist nass! Jawoll! Okay, übers Wasser werden die Monster ja wohl in der seltensten Zeit kommen. Dann gehen wir da außen rum und ziehen dann da die Stadtmauer zu Ende. In ein paar Stellen möchte ich dann, wie gesagt, Holz haben, weil es schöner aussieht. Dann muss ich mir aber noch ein gutes Muster überlegen, ne? Wenn wir mal ein paar Testmauern bauen. Ich könnte... Oh, jetzt ist mir der Skorpion nach da oben gefolgt. Bleib doch! Bleib doch mal! Da werden wir... Ich glaube, ich gehe mit euch in einem Creative Mode. Da werden wir ein bisschen Test bauen. Das mache ich ganz gerne. So, meinen Garten möchte ich eigentlich behalten, da wo Dimi sein Baumhaus hat, sein, in Anführungsstrichen, Baumhaus. Hallo, Kuh. Tschüss, Kuh, ich baue weg von dir. Mau. Ja, und dann geht das ein ganzes Stück. Ich würde dann gerne dir das am Wasser entlang gehen. Am Wasser entlang gehen lassen. Ich bin ein bisschen stiller, ich weiß. Ich sag nicht so viel. Hi, warum redest du so wenig? Ich möchte, dass die Stadtmauer auch vernünftig aussieht. Was bedeutet, dass ich mich ein kleines bisschen konzentrieren dotendor. Soll nämlich hier auch ein bisschen am Wasser entlang gehen. So eine Art Schutzwasserwall bilden. Und hier vorne erst, wo der Strand wiederkommt,
hört die dann auf? Und zwar genau hier, halt hier an dieser Ecke. Ja, wunderbar. Das gefällt mir. Ich weiß auch noch nicht, wie dick ich die Stadtmauer mache. Eigentlich wollte ich sie am liebsten einen breit lassen erstmal und dann ein andermal gucken, ob man da ein bisschen was mehr macht. Ich habe ja auch gar nicht deine mehr. Mist. Dann würde ich fast sagen, wir gehen jetzt gleich mal in den Creative Mode und bauen so eine Testmauer. Was ist das für ein Zoom-Level jetzt? Was? Achso, das ist die Karte da oben. Ah, okay, gut. Slash Creative Mode. Reicht das? TZ slash Game Mode 1. Müsste reichen. Ja. Ach doch, das sieht super aus. Das wird eine schöne Stadtmauer. Geht dann noch hier so ein Stück weiter rum. Dann bauen wir noch eine Verbindung zu der Insel dort. Kann ich jetzt gleich schon mal aus Holz machen. Zebra, ich bin ein Schwarzschiff-Pony. Schön. Und da ist eine Schlange. Und ein Delfin schwimmt da unten oder sowas. Keine Ahnung. Ja, das gefällt mir. Die Stadtmauer sieht schon mal gut aus. Dann ist die Stadt ein bisschen abgegrenzt. Da machen wir dann auch noch ein Tor nach außen, damit man in den Wald kann. Ich bin ja ein Schwarzschiff-Pony gespawnt. Mit rot glühenden Augen. Ich voll gruselig. Was ist da denn los? Warum ist der Baum da offen? Da müssen wir nur noch alles auch gut ausleuchten, aber wir werden noch viel mehr Wege dann verlegen. Es wird noch viel wegelageriger. Da ist jetzt übrigens eine Ziege und Strauß. Batz! D/slash Game Mode 0. Hatte ich nicht. Wollte doch noch nicht. Ich brauche Äpfel. Ich brauche Äpfel. Meine Ziege da drüben. Diese Bille braucht doch noch eine Freundin. Hui. Oh, 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 oh. Hallo, bleib doch mal. So, dann holen wir uns jetzt eine Ziege. Und ein paar Strauße. Nein, lieber nicht. Hallo. Wenn wir eine Sibylle haben, brauchen wir noch eine Yvonne. Komm mit. Ach, ist die süß. Danach brauchen wir noch einen Ziegenpeter. Komm mit. Komm. Komm, du wirst doch wohl hier reinkommen können. Komm, Yvonne. Yvonne. Nein, du kommst hier nicht raus. Ihr blöden Scheißhäschen. Nein. Yvonne. Yvonne. Yvonne, ich komm nochmal mit. Huch, nicht das Häschen. Die andere auch noch abgehauen. Mann, wo ist das Häschen jetzt hin? Habe ich das wieder da reingeschubst? Oh, so viel los hier. Ah, Yvonne folgt mir schon mal. Diese Bille ist wieder da drin. Yvonne! Mensch, Yvonne! Yvonne! Komm mit! Ich komm mit! Ja, komm mit. Brave Yvonne. Brave Yvonne. Komm mit. Komm mit. Yvonne. Huch. Sibylle auch wieder da oben. Sibylle ist ja ein Bock. Seit wann ist Sibylle ein Bock? Oder waren das noch Junge und denen sind jetzt erst Böckchen... Ihr macht mich verrückt. Du willst Apfel haben? Hier. Sibylle! Ich baue der Sibylle jetzt hier eine Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Sibylle, komm. Komm hier rein. Komm rein, Sibylle. Yay! So was. Hier hast du noch einen Apfel.
Ah, die Musik! Voll gruselig, Mann. Kann ich doch nicht machen. Mann, die schrecken mich so. Was jetzt geklappt? Haben wir jetzt Yvonne da drin und sie... Sibylle, du bleibst da drin! Ja, so schön. Ach, dann können wir auch schon wieder schlafen gehen. Gehen wir schlafen, la la la. Gehen wir schlafen, tra la la. Und die Sonne geht unter, während es hier einfach nur total laut ist. Tra la 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 la. Hallo Sibylle. Sibylle und Yvonne mögen sich, glaube ich, nicht so. Oder? Kloppen die sich jetzt auch die ganze Zeit? Ich glaube, Sibylle ist erwachsen geworden und Yvonne nicht. Ist ja auch egal. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich glaube, die Taube schaffen wir uns wieder ab. Die nervt ja zum Glück gar nicht. Hey, bleib doch mal. Magst du Karotten? Kann ich dich wieder mitnehmen? Nee. Über den Zaun geht das nicht. Was hast du eigentlich da gemacht? Egal. Ach, hier ist unser Vogel. Ist das unser Vogel? Aua. Oder ist das ein neuer Vogel? Keine Ahnung. Huch. Huch, das Schwein liebt mich jetzt. Ach. Mann. Die Sau liebt mich. Scheiße. Bleib doch mal da oben. Oh Gott, jetzt sind halt Schweine lieber. Ach Mann. Ich bin da so sauer angelacht. So was Doofes aber auch. Na komm, Schweine. Komm mal da unten zu den anderen Schweinen. Der ist nur mehr Schweinchen. Da können wir jetzt eine große Sauerei machen hier. Mach doch mal Sauerei miteinander. Und du machst Sauerei mit dem da. Oh, kleine wasserköpfige Babyschweinchen. So süß. Was macht ihr da drin? Ja, ich störe schon. Ich weiß. Gott. Unheimlich. Unheimlicher Typ. Tja. Dann halt nicht. Und wir ernähren uns die ganze Zeit lang nur von Karotten. Das ist auch schön. Karotten, ey. Da kannst du voll von verrotten, wenn du nur von Karotten lebst. Achso, nee. Das war ein anderer Vogel. Das ist unser Vogel. Kleiner Vogel. So, jetzt bloß nicht noch ein Schweinchen pullen. Ich wollte jetzt ein Stück Testmauer bauen. Dafür müssen wir aber erstmal wieder Steine brennen. Steine, Steine. Haben wir da unten nicht angefangen, Steine zu brennen? Achso, ich wollte ja das Stück, wo es in den Wald geht. Das wird dann noch verlegt. Das darf dann nur 2 breit sein. Das ist dann nur so ein kleines Tor. Und da geht man in den Wald und auch runter in die Käfige der Hölle. Ist das nicht toll? Ah, und jetzt ist unser Gras schon hier nach unten gewachsen. Super, brauchen wir zwar nicht mehr, aber egal. So. Dann können da Steine rein. Da können Steine raus. Und da... 1, 2. Brauchen wir jetzt noch mehr Steine? Wie viele kann man dann tragen? Nicht viele? Na gut, dann nicht. Dann halt nicht so viele. Und da müssen jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5... Ganzes Stack. Und das ist jetzt halt ein bisschen mehr, aber was soll's. Zack. Und zack. War hier oben noch was drin? Alles leer. Ist ja Schweinerei. Ist ja nichts drin ist. Halt. So. Und jetzt machen wir daraus wieder ganz viele schöne Stone Bricks. Und dann machen wir mal ein Teststück Mauer. Mal gucken, was wir daraus basteln können. Dafür brauchen wir nur auch wieder... Muss mich doch nicht so von der Seite halten. Dafür brauchen wir dann auch wieder Holz, weil ich dann würde ich ganz gerne mit Holz arbeiten. Schöne Holz arbeiten. Huch, das wollte ich gar nicht, aber ist ganz gut so. Kann ich wenigstens hier den Bogen drüber ziehen. Der bleibt noch so grob. Wir machen das noch mit Treppenstufen und all das. Das sieht ja sonst hässlich aus. Gravel haben wir ja Gott sei Dank auch genug. Das ist sehr schön. Da können wir noch ein paar Wege verlegen. Aber erst möchte ich jetzt mein Inventar ein wenig leer räumen, denn das ist ja nicht zum Aushalten. Wo ist denn mein Werkzeug immer hin? Ja. Erstmal kommt das hier alles weg. Halt meinen Bogen, falls ich dann mal ein Monster angreifen muss. Bäh.
Das brauche ich nicht. Edelsteine und Schätze. Schätze ich mal, dass ich die da reinpacken werden. Schätze ich. Ha, schätze. Schätze. Ja. Dann habe ich noch ein paar Hände gefunden. Die suchen händeringend und Abnehmer, aber das bringt ihnen auch nichts. Das können sie den Leuten nicht abbringen. Oh, der hat echt wehgetan. Vielleicht können wir uns ein Hühnchen spawnen. Tatsache. Noch eins? Nee. Hallo. Ja, du bist jetzt hier oben für immer und ewig alleine. Das Bohnenmehl. Wir brauchen noch mehr Holz. Also werden wir dann noch mal Entsetzlinge Oak. Setzlinge holen. Oak. Wir nehmen Oak. Brauchen Oak. Ja, wir brauchen Oak.